Corona-Impfung als Freifahrtschein für Konzerte und Co. Und das ist der weltweit größte Adventkranz. Und somit Hallihallo und herzlich willkommen zu Push am Montagvormittag. Rein geht's in eine neue Woche mit hoffentlich ganz viel Energie. Ja, so gut wie jede oder jeder sehnt sich nach Konzerten und Co. Dabei könnte die Corona-Impfung helfen. Durch die Hintertür könnte jedoch auch der Druck steigen, wenn Konzerte und Co. nur noch für geimpfte Menschen zugänglich sind. Rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich wollen sich impfen lassen. Das ist jeder Fünfte. Das erklärt Meinungsforscher Peter Hayek, der die Umfrage im Auftrag der Krone durchgeführt hat. Die Ablehnung der Impfung ist mit 43% der Befragten also sehr stark ausgeprägt. Die Gründe dafür seien fehlende Infos, wie zum Beispiel die Wirkung oder auch Spätfolgen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte, dass man mit einer gesetzlichen Pflicht die Bevölkerung nicht zur Impfung bringen will. Allerdings hat zum Beispiel eine australische Airline angekündigt, nur noch geimpfte Passagiere transportieren zu wollen. Und das könnte auch in der Veranstaltungsbranche der Schlüssel für eine schnellere Öffnung sein. Der österreichische Verband der Nachtgastronomen arbeitet an einem Konzept, wo die Überlegung wäre, beispielsweise am Bermuda-Dreieck in Wien oder vor der Staatsoper Teststraßen zu installieren, in denen Menschen mit Schnelltests auf Coronaviren überprüft werden. So der Sprecher Stefan Ratzenberger. Der weltweit größte hängende Adventkranz ist in Österreich, und zwar in Marienzell. Auch im heurigen Jahr ziert hier ein riesiger Adventkranz das Ortsbild. 4 Tage lang hat es für zahlreiche Gärtnerinnen und Gärtner geheißen, stecken, was das Zeug hält, und zwar von der sogenannten Nordmanntanne. Der Kranz hat einen Durchmesser von 12 Meter und gestern wurde bereits die erste Kerze angezündet. Gerade weil es ein schwieriges Jahr ist, wollte man in Marienzell auch heuer nicht auf den traditionellen Adventkranz verzichten. Er hat ein Gewicht von 6 Tonnen und wird auf eine ganz spezielle Art gebunden, erklärt Gärtnermeister Franz Lindelbauer. Es sind 50 cm lange Drahtspieße und diese sind geknickt wie ein U-Hackerl. Und im Kranz sitzt dann ein Mann, der nimmt das U-Hackerl dann an mit seinen beiden Händen und wickelt es drüber, sodass es hält. Aus klassischem Plastikmüll wie Shampoo- oder Ketchupflaschen werden neue 240 Liter Mülltonnen gemacht. PreZero in Völkermarkt bereitet nämlich Plastik so auf, dass er bei Europlast in Dellach-Trautal zu Mülltonnen verarbeitet werden kann. Die Wertstoffsammelbehälter werden dann an die Konzernmutter von PreZero nach Deutschland geliefert. In Völkermarkt wird zuerst der Kunststoffmüll geschreddert und in großen Maschinen gewaschen und getrocknet, bevor sie dann in Extruder zu Granulat verarbeitet werden. Und an alle Gossip Girl Fans da draußen, die Erfolgsserie kommt zurück. In 6 Staffeln ging es um das skandalöse Leben von Serena, Dan, Blair und Co. Teenager aus der New Yorker Upper Class. Es handelt sich dabei aber um eine Neuauflage, das bedeutet gleiche Story, aber andere Besatzung. Und die neuen Gesichter haben echtes Starpotenzial. Emily Lind wird Serena 2.0. Die 18-Jährige kennt ihr vielleicht bereits schon von Serien wie Criminal Minds oder Revenge. Auch Cyan Marino ist als Teil des Casts bestätigt. Vielleicht ist sie die neue Blair. Ähnlichkeit wäre da auf jeden Fall vorhanden. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Und das war's auch schon wieder mit Push am Vormittag. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Unbedingt dranbleiben, denn bald gibt's auch schon wieder das nächste Update für euch. XOXO, Anna out.